Wenn er einen Tennisplatz betritt, können sich seine Gegner warm anziehen. Dominik Altmann ist der beste kognitiv beeinträchtigte Tennisspieler Österreichs. Der 32-Jährige lebt mit dem Down-Syndrom und spielt seit seinem 4. Lebensjahr Tennis. Er hat absolut kein Balltalent gehabt, er hat wirklich weit weg vom Ball geschlagen, aber mit sehr viel Durchhaltevermögen, wirklich extremes Durchhaltevermögen, hat er es geschafft, dass er heute die Nummer 1 ist in Österreich. Schon als Kind hat Dominik jede freie Minute am Tennisplatz verbracht. Trainiert wird er seit 25 Jahren von Roland Pumberger. In erster Linie steht natürlich der Spaß im Vordergrund und den hat er. Der Dominik ist immer super gut drauf. Und wenn man dabei bleibt bei einer Sache, dann wird es auch meist von Erfolg gekrönt und so auch beim Dominik. Das Besondere am Spiel von Dominik Altmann ist seine Taktik. Den Gegner überlisten, das kann er. Er will sie matchen, er sucht einen Wettkampf und er ist einfach mit Motivation und Begeisterung einfach immer dabei. Sehen lassen kann sich Dominiks Medaillensammlung. Zuletzt sind bei den Special Olympics Sommerspielen im Burgenland wieder neue dazugekommen. Er hat verschiedene Staatsmeistertitel gewonnen, wie soeben jetzt wieder im Burgenland in Oberwart. Ist er im Einzel ist er Staatsmeister, er ist im Doppel Staatsmeister. Wenn Dominik nicht am Tennisplatz ist, arbeitet er in der Werkstätte der Lebenshilfe Vöcklabruck. Wie den meisten jungen Menschen mit Down-Syndrom fehlt auch ihm ein inklusives Freizeitangebot. Aber sonst sitzt er halt schon sehr viel vorm Computer und Spiele, Playstation und dergleichen und Schreiben. Das ist, er verbringt sehr viel Zeit in seinem Zimmer. Und zwei. Zumindest hat er aber seine Freunde vom Tennisplatz der Sportunion Regau und seine Freude an seinen Erfolgen. Wie war es im Burgenland? Ja!